Hallo, Freunde. Ah, wir müssen ja hier auch noch die Fahrzeuge finden, ne? Fällt mir gerade noch ein. Das müssen wir ja auch noch machen. Weil wenn, dann möchte ich das schon komplett geklärt haben. Hallo? Da liegen noch Kisten rum. Hallo? Duck, duck, duck dich mal. Okay, da komme ich nicht hin. Andere Seite vielleicht. Ja, das ist schon... Da, na... Ja, doch, da kommen wir. Da kommen wir dran. Ich glaube, wir müssen hier hoch. Irgendwie hier rauf. Da kommen wir, glaube ich, zum Radio. Ich höre es auch schon. So. Gucken wir nochmal hier. So. So. Hier rein. Wenn ich hier rein meine, dann meine ich auch da rein. So. Da ist es. Jawoll. Das finde ich ein bisschen dämlich, dass man es nicht hören kann. Das ist ein bisschen sehr merkwürdig. Bringt mir was, dass ich jetzt hier rüber geglitscht bin? Nein, ne? Wahrscheinlich nicht. War ja klar. Oh Gott, ob das eine gute Idee war? Ich hoffe, ich komme wieder. Als die verbrannten Überreste einer verlorenen Stadt ansehen. Als sehr, sehr merkwürdig. Auf diesen ausgestorbenen. Auf diesen ausgestorbenen Punkt, Punkt, Punkt. Okay. Das Problem ist, wir sehen die Fahrzeuge ja nicht, wo die sind. Das heißt, wir müssen echt mit dem Bike rumfahren und gucken. Oder zählen die Luftschiffe dazu? Aber das kann ich mir gar nicht vorstellen. Muss man die echt abschießen, die Luftschiffe? Ich schau nochmal eben schnell auf die Karte. Nein, ich will nicht Option drücken, Entschuldigung. Auf die Karte gucken. Okay, das haben wir soweit alles. Ja, ja, eingenommen. Widerstandslager. Die werden aber nicht entfernt, ne? Das hatten wir ja, genau. Jetzt frage ich mich, wo finden wir die Fahrzeuge? Weil wenn das wirklich die Luftschiffe sind, dann müssen wir die irgendwie mit einem Raketenwerfer runterholen. Weil dazu müssen wir erstmal einen Raketenwerfer organisieren. Vorsicht! Ach, hier kommen wir gar nicht lang. Okay. Hier kommen wir auch nicht lang, das ist natürlich auch geil. Ob die noch ein Fahrzeug hier haben, weil zwei Stück müssen wir noch erledigen, zwei Fahrzeuge. Aber ich denke mal, was kriegen wir hin. La la la. So. Aber das kann ich mir doch gar nicht vorstellen, dass hier wirklich die Luftschiffe dazu zählen. Das wäre voll mies. Weil das andere waren jetzt auch nicht die Luftschiffe bei dem anderen Levelgebiet, sondern da war auch eher die, die Bodenfahrzeuge. Aber das Problem ist einfach, hier haben wir schon alles so weit geklärt und hier jetzt noch ein Fahrzeug zu finden. Jetzt auch nicht gerade einfach. Da ist ein Luftschiff, aber das ist so weit weg. Ich glaube, das ist nur. Ich glaube, das Luftschiff ist, glaube ich, nur Zierde. Weißt du, wenn du mal so ein Luftschiff brauchst, ist keins da, ne? Ist immer so. Da ist ein Luftschiff. Das würde mich jetzt mal brennend interessieren. Bleib hier! Ach, hier an der Basis. Ja, soll es mich ruhig mal sehen, ist mir egal. Na, steig aus. Tatsache, man kann da drauf ballern, aber ich muss mal eben hier gucken wegen Munitionstausch. Hier, warte mal, hier ist der Waffenschrank. Kann ich da einen Granatwerfer?
Raketenwerfer. Mist, haben wir noch nicht. Warum nicht? Verdammt. Kampfgewehr, Inferno. Umwandlung von Brandprojektilen für die Schrotflinte. Effektiv gegen Infanterie. Erhöhte Feuerrate. Maschinengewehr. Machen wir mal. Ne? So, warte mal, der speichert jetzt eben. Dann mal mit dem Maschinengewehr geht das, glaube ich, ein bisschen. Nein. Jawohl. So. Wo ist denn das Schiff? Ja! Ob das überhaupt was bringt? Okay. Es sieht nicht so aus, als würde das, glaube ich, kaputt gehen dadurch. Ah, da ist ein Fahrzeug. Ich sehe ein Fahrzeug. Ich sehe ein Fahrzeug. Ich sehe ein Fahrzeug. Hier für dich. Hier für dich. So, wir müssen nur noch ein Fahrzeug haben. Das heißt, wir müssen uns, glaube ich, hier sehen lassen. Mein Name ist John Rambo. Oh, ich sollte ihn heilen. Rambo. Alter, nein. Oh, super. Was ein Idiot. Bleibt er da einfach klemmen in der Ecke? Klasse. Ja gut, aber da wissen wir schon mal Bescheid, dass wir definitiv, dadurch, dass wir da natürlich ein bisschen Alarm auslösen, dann kommen die mit Fahrzeugen. Das ist schon mal ganz geil. Waffen. Ich würde gerne wieder hier mein Kampfgewehr. Alter, es gibt ein Kampfgewehr? Präzisionsgewehr für größere Entfernungen. Fast 15 Patronen. Nee, ich will das normale Sturmgewehr wieder haben. Also erstmal. Erstmal das normale Sturmgewehr. Warte mal. Nee, wie ändere ich denn das jetzt? Warte mal, R1. So. Genau, das hätte ich gerne wieder. So. Da ist das Luftschiff. Das kann ich ruhig mal scannen. Hallo, ich bin hier. Hallo. Fahr nicht weg. Fahr nicht weg. Deine Kollegen sollen... Warte mal. Okay, uns fehlt... Okay. Weißt du, wenn du mal eins brauchst, jetzt ein Luftschiff, ne, guck mal, ja, hallo, ich bin hier. Hallo. Gibt's doch gar nicht. Ich hoffe natürlich, dass die dann mit Fahrzeugen kommen. Ich bin mir da gar nicht so sicher. Guck mal, ich bin hier. Hallo, hallo, ja, genau, ja, ich bin hier. Ach, guck mal, da unten. Guck mal, wer da schon kommt. Scheiße, ich soll mich heilen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich sollte nicht so in den Fight gehen, ey, verdammt. Alter, das ist so mies. Nein, warte, R1, nein. Ah. So, ist das, habe ich es jetzt zerstört? Es hörte sich so an, als würde es jetzt zerstört worden sein, kann das sein? 3 von 5? Nee, hä? Wo ist das Fahrzeug jetzt? Ist das Fahrzeug jetzt despawned oder was? Ah, jetzt. 4 von 5 Autos zerstört. Okay, jetzt müssen wir erstmal wieder ein bisschen Ruhe hier reinbringen. Erstmal jetzt... Ah, aua! Uah.
So, erstmal weg hier. Lauf um dein Leben. Lauf um dein Leben. Lauf. Mal ein bisschen so den Feind aus dem Weg gehen, weil ich muss mich ein bisschen heilen. Und ich brauche ein bisschen Lebensenergie. So. Was haben wir hier? Haben wir hier irgendwas? Nicht oh, Gesundheitsgift, Alter. Mehr kochen, als zu sehen, dass die Morgs unschuldig sind. Hier liegt Munition. Sehr schön. Ein paar Ressourcen wären mal ganz cool. So Pulver und sowas. Können wir denn irgendwas bauen? Nee. Molly haben wir noch. Hier oben ist noch ein, Munitionslager. Ich schau mal, ob wir hier noch irgendwas finden. Chemikalien voll, okay. Ah. Sehr schön. Haben wir jetzt schon mal eine Bombe wieder. So, jetzt müssen wir natürlich wieder zum Luftschiff. Zum Lustschiff im Übrigen. Obwohl, ich würde gerne... Warte mal, ich würde gerne nochmal hier nach oben zu dem Lager hier, damit ich mir ein bisschen Lebensenergie kaufen kann. So. Eigentlich wollten wir nur die Radios holen, ne? Ich weiß, viele werden sagen, wir wollen nur die Radios holen. Jetzt bist du schon eine halbe Stunde bis Stunde dabei. Es ist mir egal. Nein, es macht einfach so viel Spaß. Es macht so viel Spaß. So, warte mal, was kostet mich denn hier die Kleidung jetzt mit dem Munitionstäschchen? Für die Kapazität Gesundheit um 2. 1500, das mache ich jetzt. Ist mir egal. Maximal Gesundheitskiste. Wie viel habe ich denn jetzt? 7. Wunderbar, das ist geil. 7 kann ich gut gebrauchen. 7 maximal Gesundheitskits kann ich jetzt mitnehmen. Das ist sehr schön. So, jetzt muss ich einmal zum Luftschiff nochmal hier Alarm auslösen, dass sie mit dem Fahrzeug kommen. Yeah. Wo sind sie denn? Hallo? Wo ist das Luftschiff? Wo ist das Lust... Das Lustschiff. Hatte ich ja mal gelesen gehabt. Das Lustschiff... Wo ist denn das? Hallo, mein Freund. Hast du das Lustschiff gesehen? Ja. Ich rüste schon mal den Granatwerfer aus. Den schon mal. Wenn jetzt noch das Lustschiff irgendwo auftauchen würde, dann sollte ich mir mal wieder ein Motorrad holen. Dann geht das vielleicht ein bisschen flotter hier. Wo ist es denn? Hallo? Das gibt's doch gar nicht. Hallo? Lustschiff, da ist es. Da ist das Lustschiff. Guck mal an. Lustschiff in the house. Wenn es mich jetzt scannt, spawnt doch bestimmt da hinten ein Fahrzeug, oder? Hallo, ich bin hier. No, no. Ich brauche ein Fahrzeug. Das geht doch nicht. Weg mit dir, Alter. Oh ja, da ist ein Fahrzeug. Ich glaube, wir haben es. 5 von 5 gepanzerte Autos. Yeah. Yeah. Ich verschwinde hier mal ganz schnell. So, warte mal. So, das hätten wir. Das Lustschiff. So, ich schau mal eben. Na, ich vertue mich mal mit Optionen. Schauen wir doch mal auf die Karte. Yeah. Schau mal an, wir haben es geklärt. Komplett geklärt, Alter. Ich werd bekloppt. Und das sind ja nur Lager. Was ist das denn hier? Die Stecknadel, was ist das denn hier? Anschlagstafel. 3 Jobs verfügbar. Achso, das sind noch die Jobs, die man noch machen kann. Aber ansonsten haben wir eigentlich soweit das Gebiet geklärt. Alter, wir haben es geklärt. Voll geil.
Können wir jetzt hier hin reisen? Gehe ich mal hin. So. Ja, pack das Handy weg. Würde gerne. Kann ich hier irgendwie. Ah, hier. Über die Schiene nach unten. So. Boah, wie cool das aussieht. Mega. So. Das hat ja wunderbar geklappt. Also mit dem Autospawn, dass dann die Autospawns, das ist eine coole Idee gewesen. Vom Genfer Protokoll gehört? Guck mal, das war mal ein Obstladen, glaube ich. So. Nun gut, jetzt waren wir nochmal im ersten Gebiet, aber mein Gott. Ich finde, hat sich gelohnt, haben wir auf jeden Fall geklärt. Was ist das denn? Das soll doch nicht so sein, oder? Das soll doch... Das... Da ist doch irgendwas falsch, oder? Ich, was ist das denn? Hallo? Ah! So sieht's also hinter den Mauern aus. Ich glaube, dann bin ich doch besser hier aufgehoben, muss ich ganz ehrlich gestehen. Weil da möchte ich nicht wohnen. Ich glaube, das ist ein Bug. Ich bin mir da nicht so ganz sicher. Da sollte normalerweise eigentlich ein Turm stehen. Das ist das Auge Saurons. Passt auf uns auf, dass wir nicht ins Endlose fallen. Ja. Nun gut, mein Gott. Ne? Andere Spieler haben auch Bugs. Das auch. Ist aber nicht so schlimm. Gibt ja lustige Bugs, so wie das jetzt gerade. Finde ich total ulkig. Das ist auf einmal so, ja, wir können jetzt rausrennen. Freiheit, ja. Aber dem ist nicht so. Muss es auch geben, sowas. Na? So, warte mal. Es war doch hier... Hä? Warte mal, wie kommen wir denn... Ach, hier. Wir müssen ja durchs Parkhaus. Stimmt ja, da war ja was. Ich vergesse es immer wieder. Ja, genau. Sehr schön. Cool. Läuft. Sauber. So, dann gehen wir wieder ins andere Gebiet. Bin gespannt, was das Spiel sonst noch für uns bereithält da. Also, was für Gebiete da noch kommen. Ob da noch andere Spielmechaniken reinkommen, weil dieses Verstecken in dem einen Gebiet so mit dem nicht gesehen werden, ist ja eine neue Spielmechanik, was mich jetzt echt überrascht hat. Das hat mich jetzt echt schwer gewundert. Muss ich ganz ehrlich gestehen. Ich hätte nicht damit gerechnet, dass das jetzt so, ja, sich so ändert. Weil vom großartigen Rumgeballer, was ja im ersten Gebiet war, auf einmal so urplötzlich so, ja, nee, du musst mehr schleichen, du musst mehr ruhiger bleiben, finde ich schon cool. Den Weg, wird das Spiel geht. Das hatte ich ja auch schon gesagt, vorher gesagt. Finde ich sehr geil. Bin ich gespannt, ob die anderen Gebiete noch irgendwie so andere Spielmechaniken bieten. Wie zum Beispiel, wo du dann nur mit dem Motorrad rumfahren musst oder irgendwie sowas. Oder keine Ahnung. Finde ich total geil. Und gut, die Ladezeiten gehen jetzt eigentlich ein. Also ist jetzt nicht so lang, finde ich. Gehen ja einigermaßen. Na. So, da sind wir schon in Elston. Es geht darum, eine Linie im Sand. So, jawohl, läuft. Ja, ich bin wieder da. So, wir haben hier noch gelbe Zone von Elston. Hallo. Das sieht so ein bisschen aus wie der eine von der Firma. Ist alles ruhig. Unterlassen Sie sofort das gesellschaftsfeindliche Verhalten und kehren Sie in Ihre Häuser zurück. Mhm. Bis jetzt ist alles in Ordnung. Das ist schön. Für dich, für mich nicht. Wenn es Probleme gibt. Ja, wenn es Probleme gibt. Okay, hier haben wir natürlich auch jetzt Sachen, die wir noch machen müssen. Wie zum Beispiel die Radios natürlich. Na, die müssen wir machen. Können wir eigentlich direkt schon anfangen. Wir haben hier natürlich kein Motorrad. Aber wir können... wir können hier natürlich anfangen, die ganzen... Uah. Na, mach den Wegpunkt. Wie kann ich den Wegpunkt denn entfernen? Wegpunkt sichern? Ach so, man kann das noch. Das sehe ich jetzt erstmal. Ich bin so schlau. Ach, Wegpunkt sichern, macht er den einfach nur weg. Aber man kann sich das Menü hier offen machen. Wachposten, aha. Stimmen der Freiheit, Sabotage, gepanzerte Autos. Befreiung. Gefundene Lager 12 von 40, getötete Feinde 204. Zurückgelegte Distanz 39.701 Meter. Anzahl der Tode 6. Aber das steht jetzt nicht. Ich hätte jetzt noch gedacht, man sieht jetzt noch so eine Übersicht, wie viel man noch an Radios hat, aber das hat man ja generell hier selber noch. Also Radios sind insgesamt, was haben wir da oben? 2, 4, 6,
7, 8, 9, 10. Ich glaube, 10 Radios sind es noch insgesamt. Und 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16. Ich glaube, 16 Sabotageaufträge noch. Und dann sind wir hiermit auch durch. Das hätte ich jetzt nicht gedacht, dass wir jetzt noch so... so viel das zu tun haben. Aber gut, ich glaube, das machen wir auch. Ja. Ich glaube, das soll es erstmal mit der Aufnahmesession auch gewesen sein in dem Gebiet. Ja, wir werden in der nächsten Aufnahmesession, also ja, in der Zukunft, werden wir versuchen, dann die ganzen Radios und sowas dann alles abzuklappern und dann gehen wir der Mission weiter. Finde ich total cool, macht eine Menge Spaß. Und ja, ich würde mich freuen, wenn ihr dann wieder einschaltet, wenn es wieder heißt Homefront The Revolution. Und ja, bis dahin, bleibt mir treu und ja, bis zur nächsten Folge. Ciao. Cool, wirklich cool. Aber ihr müsst ein wenig aufpassen, wenn ihr protestierend auf die Straße rennt. Die KVA-Soldaten und Drohnen.